Muttertag, Vatertag, Familienfest. So lautete das Motto der zweiten Auflage des Schwächerter Generationsfestes. Vom zünftigen Frühschoppen bis zur gemeinsamen Wanderung auf den Kellerberg war für Jung und Alt vieles dabei. Vergangenen Sonntag fand im Fehlmeiergarten das Generationenfest statt. Motto: Muttertag, Vatertag, Familientag. Das Programm bot Spaß für Jung und Alt. Einfach dieses Zusammenspiel. Nicht nur, dass wir Jung und Alt zusammenbringen möchten, ist hier auch der Beweis, dass die Stadtgemeinde mit den Vereinen, die bei uns sind, sei es jetzt Kultur, sei es Sport, andere Vereinigungen, die zum Wohle der Stadt beitragen, zur Unterhaltung auch für die Menschen beitragen, einfach zusammenzubringen, und das ist Sinn und Zweck, und da bietet sich dieses Generationenfest hier im Fehlmeiergarten natürlich hervorragend an, und wenn das Wetter mitspielt, so wie heute, macht es nicht nur doppelt, sondern dreifach Spaß, und ja, ist hervorragend. Fabian, was gibt es hier alles zu erleben? Zum Beispiel Fußball spielen, essen, tanzen, Tennis, Hüpfburg. Wir machen es oder machten seit vielen Jahren über mehrere Bürgermeister hinweg immer übernommen ein Muttertagsfest, das bevorzugt von den älteren Damen besucht worden ist. Und ich habe mir gedacht, eigentlich sollten die Jungen auch gefeiert werden. Aber mit dem Format, das wir hatten, locken wir die Familien nicht hinter dem Ofen hervor. Und außerdem bin ich der Meinung, Gleichberechtigung in beide Richtungen, also Muttertag und Vatertag, gehören gefeiert. Zumal die jüngeren Väter viel, viel mehr tun, als das zum Beispiel in meiner Generation noch war. Und jetzt haben wir ein Generationenfest mittendrin sozusagen für alle Generationen und nennen es Generationenfest für Mütter, Väter und Familien. Und versuchen an einem ganzen Tag an der schönsten Location, die Schwächer zu bieten hat, allen eine Freude zu machen, und offensichtlich gelingt uns das sehr gut. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal mich ganz herzlich bei allen bedanken, die an der Organisation und an der Abwicklung beteiligt sind. Unsere Vereine kommen, die Feuerwehr kommt, die unterstützen uns, und das Personal der Stadtgemeinde Schwächert hat momentan wirklich High-End-Veranstaltungen. Fanmeile, Generationenfest, morgen wieder Fanmeile, und trotzdem sind die alle miteinander seit 7 Uhr früh, und ich habe es kontrolliert, ich war mit dem Hund eine Runde, voll im Einsatz, dass es für unsere Bevölkerung gut funktioniert, und da gehört Ihnen ein riesengroßes Lob. Ich finde es sehr cool, und ja. Mit wem seid ihr hier? Mit ihrer Mama, mit meiner Mama. Und was machen die Eltern? Die sind mit den kleineren Geschwistern bei der Hüpfburg. Kommt sie nächstes Jahr wieder? Vielleicht, ja. Was hat die Polizei heute hier zu tun? Ja, wir machen heute Öffentlichkeitsarbeit. Und wie man sieht, die kleinen Kinder freuen sich immer wieder, wenn das Motorrad da steht. Das ist ein ewiges Auf und Ab. Und die Eltern machen viele Fotos, und das werden sie wahrscheinlich daheim dann ausdrucken und dann den Kind aufhängen. Und hier so ein bisschen Nachwuchs akquirieren da? Nein, das sind noch zu jung. Also das ist noch einige Zeit hin. Aber es kann schon sein, dass der eine oder der andere das dann im Hinterkopf noch hat, und dann schauen wir mal. Sophie, willst du gern Polizistin werden? Nein. Luca, du? Ja! Warum? Weil ich mag. Hier hinter mir sehen wir super Stationen für die ganz kleinen Luftburgen. Wir haben die Blaulichtorganisationen da. Wir haben hier die Pfadfinder, wir haben Sportvereine hier. Wir haben wirklich ein super Programm für die Kleinen, aber auch dann auch bis in die Generationen zu den erfahreneren Schwächerterinnen und Schwächerter. Befindet sich gerade in der Scheune. Man hört es eh im Hintergrund vielleicht. Da wird einiges gefeiert mit Marc Bircher. Ich war vorher schon drin. Eine super Stimmung, genauso wie es sich gehört. Und ich glaube, wir haben heute sehr viele zufriedene Generationen bei unserem Fest. Vereine und Blaulichtorganisationen boten Action. Von einer Feuerstelle der Pfadfinder über Discgolf und Bogenschießen bis hin zu Fußball, Baseball und Hüpfburgen. Für jeden war etwas dabei. Musikalisches Highlight: Marc Bircher. Der Schlagerstar brachte mit seinen Hits Stimmung. Sierra, Sierra sehr gefreut, dass ich meine Mutter, die auch im Rollstuhl sitzt, mitnehmen konnte. Sie liebt natürlich Marc Bircher, die Volksmusik, alle anderen auch. Und es ist wirklich sehr schön. Für jeden etwas dabei. Ui, super. Ja. Oh,
Der beste Sänger von Österreich. Ich habe ja 25 Euro gegeben. Danke. Hat sich gelohnt. Danke, danke. Marc, wie war es für dich hier? Super. Es war klein und fein im tollen kleinen Rahmen. Eine super Veranstaltung. Ich komme gerne wieder. Der Foodtruck, Chamäleon-Hitten und verschiedene Getränkeanbieter sorgten für das leibliche Wohl. Die Besucher lobten die vielfältigen Angebote. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass wieder sehr viel los ist. Es ist quasi Generationenfest 2.0. Zweiter Anlauf und es wird extrem gut angenommen. Der Marc Bircher bürgt aber auch für wirklich gute Stimmung. Und in der Früh war ich noch müde, war gleich vorbei, wird zu spielen angefangen. Das war wirklich toll. Ein Marsch zum Gipfelkreuz und ein Konzert der Kellerbergburm rundeten das Programm ab. Ein gelungener Familientag.